Hallo, grüß euch. Wie versprochen, mein Update wöchentlich, vielleicht mache ich es auch 14-tägig in Zukunft, bezüglich Roll Dutch Shell, mein 6-Monats-Trade. Ja, 6-Monats-Trade oder Jahrestrade. Wie lange das Ganze dauert, das tue ich nie im Voraus, mir irgendwie festmachen. Das wäre ja auch ein bisschen unseriös, weil du ja nie weißt, was passiert. Ja, also. Ja, jetzt bin ich gerade noch mal ganz kurz, könnt man in die Kommentare hauen. Ich habe hier eine Weinflasche und ein Bier für Abendbrot. Brotzeit, ja, Münchner Brotzeit, ja, mit dem Emmentaler. Und wie war das nochmal? Wein auf Bier, das lass, nein. Bier auf Wein, das lass sein. Also zuerst der Wein zum Käse und dann das Bier, das sollte man nicht machen. Bier auf Wein, das lass sein. Ja, Wein auf Bier, das rate ich dir. Okay, alles klar. Also ich muss zuerst das Bier trinken. Passt. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal ein Video machen, auch zu diesem Corona-Wahnsinn. In letzter Zeit schaue ich mir immer dieses Viertel vor acht von der Bild-Zeitung an. Ich meine, ich habe nie Bild-Zeitung gelesen, im ganzen Ding nicht. Aber irgendwie die Show finde ich irgendwie genial. Die werde ich mal kommentieren müssen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, also was war denn hier bei meinem Trade? Ja, bei der Royal Dutch Shell A-Aktie habe ich hier den Trade gesetzt bei 19 Euro irgendwas, ja. Und die ganze Gaudi war, jetzt mal kurz meine Benchmark, nee, Quatsch, hier, was waren das hier nochmal? Was hatte ich denn da für eine Linie gezeichnet? Gott sei Fix, Indikatoren, Moving Average, was sind das für einer? Der 50er wahrscheinlich, okay. Und ich hatte ja gesagt, dass wir hier eine Zeitwärtsrange haben, quasi aufs ganze Jahr bezogen. Das ging los irgendwo im Dezember oder so. Und genau, und ich hatte hier noch eine Limit-Order reingesetzt auf 16 Euro irgendwas. Müsste ich nochmal genau nachschauen, ist auch völlig egal. Ich gehe mal davon aus, das war ja sozusagen, ich mache mal hier. Ja, okay. Die Strategie war ja noch eine Limit-Order, falls wir wieder in die Range reinfallen, dass ich dann sozusagen nochmal mit 10 reingehe. Ich bin mit knapp 10 reingegangen, also mit 9,5 oder so und bin jetzt quasi auf 10 aufgerundet, mit etwas über 10. Das heißt, ich bin jetzt hier schon mal mit ein paar hundert Euro im Plus. Ich gehe jetzt mal davon aus, also das Update-Video, dass dass wir diesen Rücksetzer wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Weil wir jetzt sind mal über die 20 Euro gegangen, ja, da hätten wir es schon noch mal runtersacken müssen unter 19. Das ist so rein charttechnisch dynamisch, bauchgefühlmäßig natürlich, wissen tue ich nichts, aber dass wir sozusagen hier einfach diese Range hier endgültig verlassen haben. Mit anderen Worten, meine zweite Tranche von nochmal 10 Euro. Wird nicht funktionieren, aber ich bleibe natürlich meiner Strategie treu. Es wäre jetzt halt Blödsinn, irgendwas anderes zu machen. Das ist natürlich so, das ist sozusagen das, was die Profis von den Amateuren unterscheidet. Ne? Ich bin ja, letztendlich bin ich ja auch nur Amateur. Man kann ja sozusagen zumindest mal sich was von den Profis abschauen. Ne? Und ja, also es ist ja auch völlig egal. Es geht ja hier eh noch ein paar Euro letztendlich. Also, ich meine, meine Erwartungshaltung hatte ich ja in dem letzten und im vorletzten Video schon gesagt zu diesem Trade, ist halt, dass wir in diese Region hier vorstoßen und das sind so irgendwie 24 Euro oder was, ne? Dann haben wir hier quasi irgendwie so, was ist das jetzt genau? 4 Euro Unterschied, ja. Und wie viel Stück halte ich da jetzt nochmal? Ja. Keine Ahnung. Moment. Ja, genau. 5 Stunden, 5 Stunden sage ich schon. 500. Jetzt fällt es mir da in der Klasse. Also 500 Stück, ja. Und wenn ich dann hier, sagen wir mal, bei 24 Euro rausgehe, mal 24, dann sind wir, ja, dann habe ich ungefähr 2000 Euro Gewinn gemacht. Dann schlägt die Steuer zu, sind wir bei 2000 Euro, ich rechne mal glatt, mal
0,74. Dann sind wir bei etwa nicht ganz 1.500 € oder sowas in dem Dreh. Gebühren hier bei DEGIRO/Flatex. Die Aktie übrigens ist ziemlich stark abgestraft worden, ja, durch den Merger wahrscheinlich oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, manche sagen, da könnte man auch einsteigen, ist mir aber echt ehrlich gesagt, brauche ich nicht. Ne? Also, ja, ist mich abgeschweift, 1.400 €, ja. Also, mal schauen, wie lange es dauert. Ich sage das jetzt so, als würde ich die Zukunft vorhersehen können, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht alle Investments sind auch nicht aufgegangen, aber bei Gazprom muss ich echt sagen, das ist so eine Aktie, ich hätte auch einfach das ganze Jahr oder die ganzen letzten 2 Jahre eigentlich auch nur Gazprom kaufen können, ja. Hätte ich wahrscheinlich unterm Strich mehr Rendite gemacht und hätte mir diesen ganzen Käse sparen können, ja. Das muss ich aber auch erstmal, ja. Irgendwie, das habe ich schon in meinen Videos gesagt, schon vor 6 Monaten, schon vor 12 Monaten bei Gazprom irgendwie. Das ist einfach so predictable, ja? Keine Ahnung. Also, das ist halt einfach, wir müssen mal schauen, sagen wir mal, wie wenig Volatilität eigentlich in so einen Aktien auch drin ist, in so großen Energieaktien. Diese Ausnahme hier, was war das nochmal? Das war die Corona-Krise, okay. Dann war irgendwann, genau. Und während der Corona-Krise, ich glaube so 14 Tage danach, war diese Ölkrise, wo es nicht zum ersten Mal in der Weltgeschichte wir einen Minus-Ölpreis hatten, ja, kurzzeitig. Ja, gut, das ist so ein schwarzer Schwan, der kommt vor, kann man nicht beurteilen, ja, nicht vorhersehen. Aber abgesehen davon, schon mal, wir sind jetzt auf hier 5 Jahre, ja, wie gleichmäßig das Ding gelaufen ist, ja. Also, sagen wir mal, vor 20 Jahren 15 €, quasi da, wo wir irgendwie vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten waren, war schon 2012, ja. Und so gesehen, ist es was, wo man letztendlich relativ gut schlafen kann, ja. Und man kann natürlich hier nicht erwarten, dass man hier so, ja, Faktor 10 und Faktor 100 und all das. Aber ja, man kann dennoch zum Mal Gewinn machen. Ja, und das ist ja auch ganz nett. So, und die Streitereien immer, Öl und so, Roll, Shell, die stellen sich ja genauso auf wie viele andere Ölkonzerne. Ja, also forschen, machen, tun, haben neue Business Units eröffnet, die Gas machen, neue Business für Wasserstoff, neue Business Units für Solar, alles Mögliche machen die schon sehr lange, sind natürlich dabei, sich umstrukturieren, aber ganz ehrlich, welcher Konzern ist nicht dabei, sich umzustrukturieren? Ja, abgesehen von Amazon vielleicht, ja, die sozusagen irgendwie immer ihrer Zeit voraus sind. Aber alle anderen mehr oder weniger großen Konzerne sind dabei, sich umzustrukturieren. Ja, egal mit welchem Konzern ich telefoniere, jeder sagt das Gleiche. Ne? Also von daher, der eine mehr, der andere weniger, der andere schlägt der Aktienpreis mehr aus, der andere weniger. Ne? Aber wir haben das Ganze auch in der Automotive-Branche gesehen. Wir werden das Ganze auch noch in anderen Branchen sehen. Und ja, so viel große Branchen haben wir ja auch gar nicht. Also wir haben Automotive, was haben wir, da hängt eigentlich ziemlich viel dran. Wir haben das Pharma, Chemie, ja, was gibt es noch? Handel. Ja, Handel, also von Reisen und so will ich gar nicht sprechen. Da ist ein ganz großer Umschwung. Ja, Tech. Ja, Tech läuft einfach. Und Handel wird aufgesaugt durch Amazon. Also du brauchst eigentlich überhaupt, was Handel betrifft, wenn du jetzt zum Beispiel, da gibt es Videos, die ich auf YouTube sehe, ja. Weil es viel zu langweilig wäre, immer nur über Amazon be zu berichten. Na, dann denken sie sich halt, okay, über was berichten wir denn jetzt, was Handel betrifft? Jetzt machen wir mal wie heißt diese deutsche Firma da aus Berlin? Die immer so schreien, die Frauen da. Na, schreibt mir das mal rein in die Kommentare da, wie heißt denn das? Zalando. Ja, jetzt berichten wir über Zalando und warum das eine gute Idee wäre, in Zalando zu investieren und bla bla. Sorry Leute, also wenn ich in Handel investieren will, ja, wenn ich mir das unbedingt antun will, in diese wirklich meiner Meinung nach
am stärksten disruptierte Branche von allen. Also noch stärker wie wir. Also Energie und so ist auch, wird auch disruptiert, Automotive und alles schon klar. Aber die am stärksten disruptierte ist der Handel. Und jetzt über die Corona-Krise will man sagen, und Reisen, klar. Über die ganzen digitalen Meetings und so weiter. Das sind so, das sind mit Abstand. Also das ist was, was da passiert. Also wir werden natürlich immer wieder, immer noch, also es gibt Leute, die sagen natürlich, jetzt komme ich natürlich komplett weg von Rolldeutsch, ja, aber es gibt Leute, die sagen, ja, wir werden immer High-Street-Jobs sehen. Ja, High-Street-Jobs, dass Leute shoppen gehen wollen und so, persönlicher Kontakt und bla bla bla. Ja, klar, wird es auch nach wie vor geben. Das ist dann so ein Omni-Channel und so, ne? Also mit Beacon gehst du dann da rein und dann wissen die schon, wer du bist und so, ja. Und da sind jetzt auch schon die ersten Shops gemacht worden, die sind schon dabei, das zu lizenzieren, Amazon, bla bla. Aber ganz ehrlich, es gibt auch das Virtual Reality und so weiter, dass die Leute sich nur noch eine Maske aufsetzen und dann wirklich so ist, als wären sie in dem Shop. Das heißt, der Anteil, die tatsächlich noch ihren Arsch hoch bewegen und wirklich zum Shop laufen, der wird immer weniger, auch nach Corona und bis in alle Ewigkeit. Die Leute werden sich physisch einfach de facto immer noch dann treffen. Aber teilweise sogar über sogenannte Touch-Suits. Ja? Also die ziehen sich dann sozusagen, man kann sich sogar einen Anzug anziehen, wo man dann sozusagen mit den Händen, ja, die sogar die Sinne, den Touch-Sinn nachbilden kann und den Geruchssinn auch. Und Leute, da wird es noch so viele Dinge geben, ja, dass wir quasi überhaupt nicht mehr irgendwo hin müssen. Ja? Und wenn, dann wahrscheinlich nur noch mit irgendwelchen automatisierten Taxis. Also, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.